So, Hallöchen zurück von der All Stream Farm. Ja, wir haben dieses Feld hier oben hier jetzt gekrubbert. Jetzt haben wir da der Unterzahl noch krubbern. Machen wir mal kurz von Hand, nicht mit dem Helfer. Das kriegen wir dann voll selber hin hier. Fahren wir noch zwei, dreimal hoch und runter. Und dann dürfte es eigentlich schon geritzt sein hier. Und sozusagen auch erledigt. Der gute Mensch zum Aussehen ist, glaube ich, auch fast fertig, wenn ich das gesehen habe. Oh, das ist ein Baum. Und dann gucken wir uns halt mal noch die kleine Molkerei an, die ich herausgesucht habe hier. Und vor allem, wo wir die dann gegebenenfalls hinstellen könnten. Wenn wir sie hinstellen, weil ich glaube, die... Junge! So, nochmal. Aber jetzt. Ach, auch jetzt nicht. So. Aber standen geblieben hier, sag mal. Wir müssen es nochmal wegzumachen hier. Oh. Da war ein Zaun im Weg. So. Aber jetzt. Nur einmal hochfahren und dann ist das Thema fertig hier auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also wir gucken uns jetzt dann nachher noch die Molkerei an. Oder jetzt gleich am besten, mit dem hier wieder am Hof bin. Und gucken mal, wo man die dann hinstellen könnte, wenn wir sie uns kaufen sollten. Weil wir haben jetzt echt langsam so viel Milch hier zusammen, dass ich das richtig lohnen würde eigentlich. Fahre ich mal ein bisschen, stopp. So, haben wir noch geschnitten hierher. Kurz runterlassen. Passt. So, letzte Spur hier. Und dann passt es doch wieder. Halt funktioniert. So, zurück zum Hof. Weil ich nicht, dass das Lager mit Milch vorläuft und also der Stall mit Milch vorläuft. Und wir nachher dann ein Problem haben, dass wir nichts mehr, also, ja. Dass praktisch die Milch verkommt, ne. Wenn man das so nennen kann, dann. So. Ich glaube, es war einfach so, dass ich den Bus so ablassen konnte, glaube ich. So, wie sieht es mit dem aus? Ja, gerade richtig fertig geworden hier. Ich muss mal kurz... Naja, gut. Ein bisschen Saatgut ist noch da. So. Aber eigentlich müssen wir den zum Händler, weil wir müssen hier drüben auch noch aussehen, ne? Also fahren wir noch kurz zum Händler. Wird es auch sein, dass wir mal Saatgut wieder in den Hof holen oder Saatgut selber herstellen.
Das wäre auch noch so eine Sache. Können wir oben rumfahren, nehme ich auch gleich. Wenn wir hier überhaupt reinfahren, ja gut, können wir schon machen. So, wieder Saatgut hier. Händler wird sich auch langsam denken, der kommt aber oft hierher. Und gut, ist halt so, ne? So. Was sehen wir da oben hin? Wir brauchen auf jeden Fall Strom. Wir können jetzt aber eigentlich auch hier rüber fahren. Dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als Weizen auszusehen. So. Oh. Oh. Tatsächlich im Auto hängen blieben. Da kommt doch wieder Freude auf. So. Halt, wir müssen genug ändern, müssen. Ach, Weizen, wir müssen jetzt Weizen machen, es bleibt mir nichts anderes übrig. So. Genau. So, nochmal hier oben rumfahren und dann seitdem hüpfen wir mal wieder zurück zum Hof. Und organisieren uns mal das Baumenü, gucken mal kurz rein, wo denn diese Produktion ist. So, dieses kleine Teil namens hier dürfte, glaube ich, dieses Teil. Ich habe nicht genug Geld, das ist mir schon klar. Die Frage ist halt, können wir die hier oben noch hinstellen? Geht das überhaupt? Der Trigger ist hier irgendwo. Prinzipiell könnten wir sie hinstellen. Wir könnten aber auch... das geht nicht. Was sieht es denn hier aus? Du hast nicht genug Geld. Aber hier kann ich ja nichts hinstellen. Nee, das geht nicht. Vielleicht hier. Und der Baum nicht im Weg wäre... Könnte ich auch noch was hinstellen hier drüben? Obwohl der Baum, der wird wahrscheinlich nicht mal stören. Wir gucken mal kurz hin. So, jetzt. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Trigger hier: Werkstatt, Werkstattkaufpunkt. Ein Abladetrigger. Und wo kommen die Sachen raus? Ah, hier hinten. Okay. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie sieht die ganze Sache von hinten aus? Wenn ich das jetzt hier hinsetze, kommen wir da hin? Wenn ich sie jetzt hier hinsetze, wenn ich die Dinger ja eh gleich verkaufe, Mister, dann würde es ja eigentlich gehen. Hextens, ich mach den Baum weg. So. Wenn ich es jetzt so hinstellen würde, so. Weggestellt hier.
Der Trigger würde funktionieren. So. So hinstellen. Das sagt jetzt ja gerade, ich habe gerade nur nicht genug Geld. Was passiert, wenn ich hier, ja, Land gehört mir nicht, aber ja. Im Prinzip könnte ich sie hier hinstellen, weil hier reinfahren tue ich ja eh nicht, wirklich. Weil sonst einen anderen Platz habe ich halt nicht, ne? Und die Weide reinstelle ich ja auch schwachsinnig. Ich gehe mal kurz hier rüber. Haben wir hier vielleicht noch ein Plätzchen? Ja, hier wird sie auch noch reinpassen zur Not. Hier wird sie auch noch reinpassen. Der Reinkipper-Trigger ist ja hier hinten. Direkt neben dem Mischplatz wird sie reinpassen. Was machen wir denn? Wir haben jetzt eh nicht genug Geld. Sagen wir mal so rum. Ne? Also von dem her. Also wird ja auf jeden Fall irgendwie passen. Ne? Sehr schön. So. Hier mal. Dinge wieder anmachen, dass wir sehen hier was. Wie viel haben wir denn hier? 6000 Mischration haben wir schon wieder. So, was man jetzt machen könnte. Wir könnten jetzt das Güllefass, da wo wir draußen stehen haben, eigentlich endlich mal verkaufen. Das wäre eigentlich mal eine Lösung. Das könnte man eigentlich jetzt schön machen. Das verkaufen. Dann kriegen wir noch ein bisschen Geld für das Teil. Steht ja eh bloß rum. Wir haben das große und das ist, glaube ich, doch auch bloß gemietet, ne? Da müssen wir dann auch bald mal kaufen, uns das große Fass. Wie gesagt, das große Fass, nicht das Fass, sondern das große Fass, das gibt es jetzt auch im Mod-Hub scheinbar. Die, wo es noch nicht wussten. Das war jetzt auch im Mod-Hub verfügbar. Und, ja. So, wo ist denn hier der Verkaufstrigger? Hm. Da hinten war es, glaube ich, genau. Hier. So. Genau. Ja, ja. Mehr als 18.000, das verkaufen wir. Reparieren 2 Euro. Naja, das sind wirklich was gebracht, aber zumindest haben wir jetzt ein bisschen Geld dazu gewonnen. So, dann heißt es, dann können wir ja eigentlich das Teil jetzt bauen, ne? Nur die... Müssen wir jetzt wieder ganz zurück, oder was? Oh. So, was ist jetzt sinnvoll? Hierhin oder dorthin? Hier der jetzt halt irgendwo mehr Sinn machen, oder? Da stellen wir eh nichts mehr hin hier. Hier vorne müssen wir ja eh nicht hin. Da ist ja nur der normale Trigger. Da passt jetzt gar nichts. Der Rest ist da drüben.
Wie, du hast nicht genug Geld? Hallo? Das Teil kostet 40.000. Warum geht es jetzt nicht? Ich kann sogar hier hinstellen, dass dieses Teil. Ein bisschen komisch jetzt gerade, gell? Dass es auch immer mir passieren muss, dass es irgendwie nicht funktioniert. Du hast nicht genug Geld. Ich habe 56.000 Euro. Das weiß jetzt aber auch, liegt das an den Mietkosten irgendwie? Dass es jetzt so schön einrechnet, dass es dann trotzdem nicht reicht? Ich weiß es nicht. Schau, alles ziemlich seltsam. Muss man einfach mal so sagen. Wir fahren jetzt mal rüber. Ups. Mein Gott, stand die Tür im Weg. So, jetzt können wir den auch mal wieder aufräumen. Erstmal. Wobei, ne, wir räumen noch nicht auf, weil du weißt nicht, ob wir den gleich wieder brauchen hier. So, machen wir nur kurz eine Speicherung hier. Und dann gucken wir mal nochmal, ob es jetzt vielleicht geht. Das ist ja trotzdem sehr, sehr seltsam. Oder geht es nicht, weil es vielleicht auf der Karte schon installiert ist, so ein Teil. Es müsste trotzdem gehen. Seht ihr, hier kann ich es doch überall nachsetzen. Warum kann ich es dann nicht da draußen nicht hinsetzen? Jetzt kann ich es hinsetzen. Jetzt geht's auch. Ja? Jetzt geht's. So. Also, jetzt setzen wir das Teil hier. Nicht direkt hier hin, aber so ungefähr. Hm? Okay, vielleicht nicht ganz realistisch mit dem Flock der Hanne in der. Ja. Zack. So. Gehen wir mal kurz rausgucken. Aber wir können eigentlich auch gleich die Milch mitnehmen, oder? Sollen wir die Milch gleich mitnehmen? Nehmen wir gleich die Milch mit. Das heißt, wir holen unser Fässchen. Da kann man auch, soweit ich weiß, Milch reinkippen. Bin jetzt zwar nicht ganz sicher, aber wir probieren es auch. Milch steht dran. Okay. Wir schauen. Oder müssen wir jetzt die Anlage noch kaufen? Eigentlich müsste. Aber es hatten wir hier gesagt, sie hätten könnten hier keine Milch zapfen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier war. Wo ist denn der Trigger für die Milch eigentlich? Da ist er eigentlich. Befüllung starten. Zack. Ja.
Wenn es hier war, dann müsst ihr jetzt wo einfach nachher hinfahren auf Symbol und R drücken. Da kommt kein Symbol, das dann irgendwie, falls ihr damit ein Problem hättet. Ne? Ich weiß nicht, irgendjemand hatte gesagt, er kann da keine Milch ziehen, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das die Map war oder von der Map-Vorstellung eine andere Map war. Das weiß ich jetzt nicht mehr. So, und hier kann man sie Milch praktisch hinkippen. An die Maschine hier. Genau. Überladen, starten. Und jetzt können wir praktisch hier das Ding mal genauer angucken hier. Ne, das ist das, der Mischplatz hier. Aufmachen kann ich die Maschine nicht. Die ist ziemlich laut. Ich hoffe, ihr versteht mich. Könnt ihr mich hier rumgehen. Hier hochgehen und könnt hier den Schalter drücken, mehr oder weniger. Jetzt seht ihr nämlich hier Butter, Käse und Schokolade. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir jetzt mit dem Sack machen können, was am meisten bringt. Also Butter, Käse können wir momentan. Schokolade, Schokolade geht erst, wenn wir Zucker kriegen. Na, da brauchen wir dann noch Zucker. Das haben wir aber leider momentan nicht. So. Also, gucken wir mal. Käse. Boah. Bin ich echter Held, wenn du das machen kannst. Butter oder Käse? Wir machen mal Käse, komm. Wir erzeugen jetzt mal Käse hier. Achso, halt. Ja, das sollten wir vielleicht auch aktivieren, gell? So, machen wir das da aktivieren. So, und dann würde ich sagen, Käse Abgabemodus direkt verkaufen, genau, so. Und dann müsste das eigentlich jetzt funktionieren. Käse läuft. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr jetzt merkt, denkt, ihr habt hier ein größerer Zoom, wenn ich laufe und so, das ist normal, das habe ich so eingestellt, ne. Sah es für mich schöner aus, oh, da haben wir aber ziemlich gepfuscht hier beim Bauen von dem Stall. Aber ich sehe hier jetzt, ich meine, hier habe ich es ja verpfuscht hier bei dem Busch hier. Da hängt nämlich der Masten auch, der Strommasten hier, ewig weit raus. Milch. Ich hoffe, es funktioniert so. So. Ah ja, einwandfrei, kippen wir auch noch das rein. Die Milch hier. Genau. Da haben wir 8, 9, 10, 11.000 Liter Milch drin. Dabei dürfte dann eigentlich schon was rauskommen. Okay, funktioniert das jetzt eigentlich schon? Käse 2 Liter haben wir schon. Und 10, ja, 11.500 Liter Milch. Einwandfrei. Funktioniert somit. So, jetzt können wir auch gleich wieder eine Flasche Milch. Irritiert mich gerade total die Milch jetzt. So, jetzt haben wir noch einen ein paar Liter Wasser raus aus dem Teich hier. So. Na, geht noch nicht. Jetzt geht's. Ja, und dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt mir ein Däumchen und ein Abo unten dran, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann bis denne, mach's gut und ciao.